mich verarschen? Alter! Das heißt, ich muss jetzt immer von Kanone zu Kanone rennen, oder was? Ja, ja, ja. Hier ist mir zu viel los. Ich gehe hier hoch. Ich gehe hier rein, meine ich. Was, 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 was? Okay. Berlin. Nee, Stadt. Staatsoberhaupt will Frieden. Berlin, 10. Juli 1946. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. In einem seltenen Exklusivgespräch mit dieser Zeitung über die Kriegsstrengungen. Kriegsanstrengungen, ach ja. Und die Werte, die unser Volk zu großartig machen, berichtet unser geliebtes Staatsoberhaupt von seiner Vision. Virus Visions, damals wieder. Einer Welt nach dem Krieg. Eine steht absolut fest. Ich möchte Frieden für die Menschheit und bin gewillt, dafür bis zum Tod zu kämpfen. Alles klar. Okay, Limit erreicht. Hier muss ich aber... Oh, spiel mal mit dem Messer rum. Okay, die gehen wieder nach oben, was auch immer das für einen Zweck hat. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Ja! Okay, hat das immer zu bedeuten? Was ist 132? Ich habe die 1, ich habe den ersten hinten gedrückt. Okay, ich versuche das jetzt einfach mal hier ein. Schließen. Funktioniert nicht. Was auch immer. Wup, wup, wup. Ist ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Muss ja irgendwas bedeuten, aber was? Merkwürdig, merkwürdig. Was haben wir denn? Wann ist es geschafft? Schon bald. Da könnte auch eine Handgranate in der Hand haben hier. Du hast überhaupt nichts. Ich bin. Da ist ja. Boah, ist das eine Sauerei hier. Du hast mich gesehen. Was hat das mit den 1-3 Dings, ey? Horst. Was? 1-13. Das irgendwie mit dem Funk vielleicht irgendwie was auf sich. Ja, das war zum Lesen, das hatten wir gerade. Das ist aber merkwürdig, ist das, ey. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Headbänge, Alter. Okay, das kann man nicht wirklich. Das Gestörks kann man nicht lesen. Das hat aber gut gemacht. Das, aus, das sieht wirklich aus, als wenn da wirklich was geschrieben worden und eingescannt und in das Spiel mit eingeführt. Limiter. Generator, Hochspannungsgefahr. Aha. Geiles Totendings, ey. So, ja.
1-3-2. Was auch. Okay, vielleicht 1. Gut, vielleicht muss ich erstmal da oben. Kommt's ja wie gerufen. Lololololo. Die wollen es aber jetzt wissen hier. Die wollen es immer wissen. Die sind alle zu mir gekommen. Geil! Eine Love Parade. Wer mich liebt, kommt mit oder was? Porno Ralle, kommt zu mir gefliegt. Geht jetzt nicht weiter. Hier rein, Blaskovic. Wir gucken uns erstmal um. Alles klar. Moon, wir nehmen Moon mit. Was haben wir hier? Okay, Verstecke. Da liegt noch einer. Das geht noch gar nicht. Das hat sich so angehört, aber ich meine. Kann man mal gebrauchen. Oh, nette Baracke. Rotlicht, Milieu. Nee, brauchen. J. Okay, ein Brief. Okay. Brief, Kapitel 1. Fortschritt, aha. Das ist alles. Wie mache ich den jetzt auf? Wie kann man den lesen? Hm. Okay, schließen. Merkwürdig. Brief gefunden. Oscars Brief. Wollte ich gerade lesen, aber hä? Hä? Okay. Nee, brauchen wir nicht. Das will ich jetzt aber wissen. J. E. Enter, E, nix, schließen. Ah. An Heinrich Lerzen, 13 Special Kampfeinheit. Dar es Salaam, Tansania. Was für eine Sahne? So, wie scroll ich jetzt hier mit nach unten? Aha. 5/8/1946, lieber Heinrich. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich sitze gerade auf der Veranda des Krankenhauses, in dem ich mich von meinen Verwundungen erhole. Eine gut aussehende Krankenschwester hat mich hier hinausgerollt. Himmel, mein Deutsch heute Morgen, Alter. Damit ich dir in Ruhe schreiben kann, sie sagt, sie sei eine freiwillige Helferin aus München. Hier in Dar es Salaam ist es schon fast Nachmittag. Eine kühle Brise weht vom Meer herüber und mit ihr der Geruch von Fisch, verfaulendem Seetang und der fast unerträglichen Gestank verbrannter Körper von der Küste. Was ich von hier aus dem Land sehen kann, ist einfach unbeschreiblich. Schön, Afrika ist in vielerlei Hinsicht ein wunderbarer Ort. Hier liegt Freiheit in der Luft. Es riecht nur so nach Abenteuer. Ich wünschte, du könntest es mit mir zusammen erleben. Warte. Heinrich. So, der geht noch weiter. Okay, wir haben lange Texte hier. Gleichzeitig habe ich Dinge gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte. Erinnerst du dich daran, wie ich dir einst sagte, dass ich es nicht bereue, meine Ausbildung abgebrochen zu haben und stattdessen in die Armee eingetreten zu sein? Ganz ehrlich, in besonders trostlosen Augenblicken erwünsche ich meine Entscheidung. Ich grüble viel drüber nach, doch selbst wenn ich nach der... Warte mal, ein Moment, nach der was?
Wo habe ich denn das jetzt gelassen? Augenblick wünsche ich meine Entscheidung. Gucke ich immer nach. Doch selbst wenn ich nach der Universität wäre, würde ich mich dort nicht noch immer verloren und ziellos fühlen. Apropos, wie geht es, Ella? Hast du dich mal mit ihr unterhalten? Hast du sie an der Universität gesehen? Auf der Straße oder am Fluss, wo wir immer gefischt haben? Vielleicht sollte ich nicht drüber sprechen. Doch ich denke an sie, wenn die Dunkelheit über der Wüste hereinbricht. Und ein tröstlicher Gedanke, die Gewalttätigkeiten sind manchmal schwer zu ertragen. Manche Männer halten es nicht mehr aus und sagen, dass wir nicht hier sein sollten. Ich verstehe, warum sie das sagen, besonders die wenigen erfahren. Ich hab's mit Lesen nicht so. Sie haben so ganz einfach Angst vor der Guerillawaffenteil. Gorilla-Kämpfern, so, sag ich mal. Den Eingeborenen. Vor einem Monat waren wir draußen in der Wüste. Ich saß am Steuer meines Panzers mit mir drei weitere Männer. Hauswolf, Günther und Kellermann. Hast du diese Panzer schon einmal gesehen? Sie kommen direkt aus General Strass Produktionshallen. Sie werden angetrieben von Kernreaktoren. Alter Verwalter. Und sind mit den modernsten Waffen ausgestattet. Eine einzelne Panzereinheit kann ein ganzes Dorf in einem Sekundenbruchteil vom Erdboden gleich machen. Aber was diese Maschinen nicht vertragen, das gibt es in der Wüste zuhauf. Sand. Es traf uns völlig unerwartet. Plötzlich kam nahe der Grenze von das Tansania ein unerwarteter Sandsturm auf. Innerhalb weniger Minuten war alles mit Sand bedeckt. Der Sandsturm blies Körner in jede Ritze und Spalte der Maschinen und verursachte allerlei Fehlfunktionen. Mit einem Mal waren wir in der Wüste gestrandet und es blieb uns nichts anderes übrig, als ein Lager zu errichten. In unserer Gruppe waren 20 Männer und wir patrouillierten abwechselnd um unser Lager. Ein Schrei, der einem das Blut in den Adern gefrieren ließ, weckte mich mitten in der Nacht auf. Ich rannte nach draußen im Lager, herrschte totales Durcheinander. Meine Männer rannten wie kopflose Hühner umher, während dunkelhäutige Männer, Eingeborene, ein Lederstreifen bekleidet, mit rot angemalten Gesichtern, aus denen das Weiß ihrer Augen durch die dunkle Nacht blitzte, im Lager herumsprangen und unsere Männer wie Tiere aufschlitzten. Ich musste hilflos zusehen, wie Günther starb. Er versuchte noch, seine Innereien festzuhalten, doch sie rutschten ihm durch die Finger. Einer der Eingeborenen kam aus dem Nichts auf mich zu und stach mir in den Bauch. Ich konnte meine Waffe packen und ihn erschießen. Dann zog ich das Messer heraus und kroch weg von diesem gräulichen Schauspiel. Ich floh in die Wüste, die schrecklichen Schreie die ganze Nacht in den Ohren. Man sagte mir später, dass die Eingeborenen einige ihrer Gefangenen am Leben lassen würden, um sie zu quälen. Sie würden die Toten mit dem Kopf nach unten aufhängen und ausweiden, wobei sie ihnen die Geschlechtsorgane abschneiden. Auweia! Und in den Rachen stopfen würden. Jetzt verstehst du, warum viele Männer hier den Mut verlässt. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch verständlich. Ich werde mich jedoch nicht diesem Gefühl der Schwäche hingeben, so verlockend sie auch sein mögen. Ich verstehe zu meinem Überzeugen und den Idealen unserer Staatsoberhauptes, wir sind das stärkste Volk,
Stärke, Erfolg. Und es kann außer uns kein anderes geben. Ich hoffe, du siehst das auch. Du siehst das noch immer so wie ich. Dein Freund Oskar Weißmüller, 72. Panzerdivision. PS, wenn du Elsa siehst, sag ihr, dass ich sie noch immer liebe. Was der mitgemacht hat, ist ja ein krasses Pferd. Ne? Das ist ja mal, wow. Der kann ja mal leid tun. Aber wie kommt der von Afrika hier rüber? Ne? Also, Ah!